Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Und heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast, weil du weißt ja, das Thema Rhetorik und Kommunikation ist unglaublich wichtig. Ich glaube, es gibt zwei Themen, wie du super gut reich werden kannst, die du als Grundthema als Mensch brauchst. Das eine ist das Thema Verkauf und das zweite Thema ist mit Sicherheit die Thematik der Rhetorik und Kommunikation. Und ja, ich freue mich, dass der Wladyslaw Jawtschenko heute mit dabei ist. Er arbeitet schon seit 2007 als Speaker, Rhetoriktrainer und auch Business-Trainer. Und er ist Gründer der Argumentorik-Akademie und hat entwickelt das Argumentorik-Konzept. Unternehmen buchen ihn gerne für seine Impulsvorträge, um ihren Events einen ganz besonderen kommunikativen Impuls zu geben. Und seine drei Kernthemen sind absolut Menschen begeistern, Menschen überzeugen und Business-Kommunikation. Und vielleicht eine kleine Anekdote noch zu ihm. Und das, obwohl er mit 10 Jahren noch nicht ein einziges Wort Deutsch gesprochen hat. Lieber Vlad, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und ich bin sehr gespannt, was auch ich über das Thema Kommunikation und Rhetorik lernen darf. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Bin auch gespannt. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ich habe dich einigermaßen richtig beschrieben. Ich würde dir den Ball einfach mal zuschmeißen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dir. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Und warum bist du so eine Koryphäe geworden? Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also ich denke, wir alle haben unterschiedliche Aspekte. Aber in einem wunderbaren Interview hat ein Interviewgast gesagt, namens Ulrich Müller, man muss sich konzentrieren auf ein bis zwei Kernaspekte. Und bei mir ist das absolut die Rhetorik und Argumentation. Und irgendwann habe ich das Argumentorik-Modell entwickelt. Das ist also die Verschmelzung von guten Argumenten und einer sehr wohlklingenden guten Rhetorik. Und damit bin ich jetzt seit über 10 Jahren am Markt unterwegs, verkaufe dieses Konzept in Form von Online-Kursen, in Form von Vorträgen, in Form von Trainings. Und mein absolutes Spezialgebiet, das hattest du ja auch angedeutet, ist die Fähigkeit, Menschen zu überzeugen. Und du hast mich gefragt, was du noch nicht wusstest, über das Thema Rhetorik und Kommunikation. Kennst du zufällig die Geschichte von Warren Buffett und seinem Dale Carnegie-Kurs? Nee, tatsächlich nicht. Ja, coole Sache, weil ich habe gedacht, wenn ich einen Börsenexperten habe, dann kann ich ihn mit einer Warren Buffett Story begeistern. Und zwar folgendes: Der Warren, der sitzt ja seit über 40 Jahren in demselben Büro in seinem kleinen Örtchen. Und das Besondere an Warren ist, er hat nicht seinen Universitätsabschluss an der Wand hängen, sondern ein Dale Carnegie Rhetorikzertifikat. Und die Leute fragen ihn: Ja, aber du hast doch studiert, warum hast du nicht das Universitätsdiplom? Und dann meinte er: Den größten Mehrwert in meinem Leben hat mir das Public Speaking, also die Rhetorik, gegeben. Erst als ich in der Lage war, nach dem Dale Carnegie-Kurs mich auszudrücken und Menschen zu überzeugen von meinen Ideen, erst dann habe ich für meine Berkshire Hathaway Klienten gefunden und das Ding ist dann so groß geworden mit hunderten Milliarden von Euro. Und wenn Warren Buffett sagt, sein bestes Investment war das Investment in Rhetorik, dann soll es für deine Community schon was heißen. Ja, das war der klare Aufruf, dass alle deine Seminare buchen. Ja, oder Bücher kaufen oder mich umarmen. Alles ist möglich. Und dann war ja meine Einleitung mit dem Thema Verkauf und Rhetorik gar nicht so verkehrt, weil natürlich ist auch klar, ein großer Part des Verkaufens ist natürlich Persönlichkeit und auch die Rhetorik, Menschen eben gewisse Themen dazu auch zu erzählen. Magst du uns vielleicht auf deine Reise mitnehmen? Warum glaubst du, ist Rhetorik so wichtig? Ich glaube, wenn wir mal aufpassen, wie viel Zeit wir kommunizieren im Vergleich dazu, wie viel Zeit wir Dinge wirklich tun, dann müssen die meisten von uns feststellen, dass das Kommunizieren immer über 50% ist. Und je mehr man dann Führungskraft ist in einer Organisation, irgendwann erreicht das Kommunizieren sogar 100%. Und man tut dann operativ dann 0%. Es gibt natürlich kleine Führungskräfte, Cluster Leads und wie sie alle heutzutage heißen. Und die kommunizieren auf jeden Fall über 50%. Das heißt, dieser Hebel, wenn ich meine Kommunikation verbessere, kann ich 50% meiner Arbeitszeit verbessern und meinen Output verbessern, ist, glaube ich, ganz klar. Es gibt auch Jobs, wo ich sage, Rhetorik ist
absolut sinnlos. Also da macht das gar keinen Sinn. Also wenn beispielsweise ein Programmierer angestellt sein möchte oder ein Finanzbeamter angestellt sein möchte, seine Arbeit erledigen möchte und dann seinen Zahlen, Daten, Fakten oder Code-Schnipsel abgibt und dafür dann 2.000, 3.000 Euro im Monat bezahlt, bekommt, was absolut in Ordnung ist. Diesen Menschen empfehle ich Rhetorik nicht, weil die wollen nicht kommunizieren und Menschen überzeugen. Aber ich glaube, je höher du in der Hierarchie bist in einem Unternehmen oder erst recht, wenn du Verkäufer, Unternehmer bist oder eine Wealth Academy hast, dann willst du ja Menschen überzeugen, an deinen Produkten und Seminaren teilzuhaben. Und je höher du in der Hierarchie bist, am besten natürlich Geschäftsführer, Führungskraft, desto mehr Rhetorik brauchst du und desto größer ist dann der Hebel, weil wenn du 90% kommunizierst, kannst du 90% deiner Tätigkeit besser gestalten. Sehr, sehr spannend. Jetzt fällt mir ganz spontan, ich bin natürlich auch Geschäftsführer, Führungskraft, Speaker auf der Bühne. Man wird natürlich gerade auch, wenn wir über das Thema Verkauf dann reden und letztendlich natürlich ist Kommunikation auch Verkauf, weil alles, was ich einem erzähle oder auch eine Idee jemand erzähle, ist natürlich ein Verkaufsgedanke schon irgendwie dahinter. Ob der in mein Team kommt, ob ich ihm mein Auto verkaufe oder mein Seminar oder auch dein Seminar, alles ist natürlich ein Stück weit auch Verkauf. Und da kommt immer dieses tolle Wort ins Spiel, der Manipulation. Diese schwarze Rhetorik, und wir haben uns auch im Vorgespräch ein bisschen drüber unterhalten. Für mich natürlich ganz, ganz spannend, wie siehst du das mit der Manipulation? Und vielleicht hast du auch tatsächlich ja eine Methode, wie kann man das schnell erkennen, dass der Gegenüber wirklich versucht, dich mal zu manipulieren? Also Manipulation ist mein absolutes Herzensthema. Ich nenne das ja ganz gerne schwarze Rhetorik. Schwarz, weil es eben unsichtbar ist. Also der große Manipulant, der sagt ja nicht, okay, gleich werde ich dich mit einem Autoritätsargument beeinflussen und das Autoritätsargument ist eigentlich Käse. Sondern die Leute hantieren im Dunkeln, deswegen ja auch schwarze Rhetorik. Man weiß nicht, was sie vorhaben. Und der beste Weg, um sich dagegen wehren zu können, ist tatsächlich diese einzelnen Techniken zu kennen. Es gibt beispielsweise Traditionsargumente, die sind ganz einfach. Ich nenne sie Level 1 schwarze Rhetorik. Traditionsargumente sind beispielsweise so Punkte wie, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht. Und viele Menschen, du lachst jetzt, aber viele Menschen, ich würde mal sagen 30%, würden sagen, ja, okay, ja gut, dann machen wir es halt wie immer. Das heißt also, das Level-1-Argument funktioniert jetzt nicht bei 70% der Leute, aber bei 30, die eben sagen, ja gut, haben wir schon immer so gemacht. Oder es gibt sogenannte Mehrheitsargumente. Das heißt, ich sage, die Mehrheit der Leute ist bei mir bereits im Rhetorik-Online-Kurs mit drin. Zum Beispiel mein Rhetorik-Online-Kurs hat mittlerweile über 15.000 Teilnehmer und das steht auch auf meiner Landingpage. Aber das sagt ja eigentlich nichts über die Qualität meines Rhetorik-Online-Kurses aus. Der könnte einfach schlecht sein und mit dieser Zahl, 10.000, 15.000, 20.000, da versuche ich die Leute zu beeindrucken durch diese große Mehrheit. Aber von der Qualität habe ich noch gar nichts gesagt. Und das ist auch so Level 1 schwarze Rhetorik, wenn Leute mit Mehrheiten kommen und sagen, aber die meisten machen das doch auch so. Und natürlich gibt es auch die etwas filigranere schwarze Rhetorik, also ich würde mal sagen Level 2 schwarze Rhetorik. Das ist beispielsweise das Thema deutlich und einfach und klar zu reden, ohne Akzent, ohne Dialekt und wirklich mit korrekten Sätzen hintereinander. Das nennt man dann Processing Fluency, also Prozessflüssigkeit. Denn wenn Menschen klar sprechen, dann verwechseln wir das häufig mit Wahrheit. Und viele Diktatoren auf dieser Welt können ja unglaublich gut sprechen. Also egal, ob wir jetzt den schlimmen deutschen Diktator nennen oder den schlimmen sowjetischen Diktator oder den guten Fidel Castro, alle diese Menschen waren extrem gute Kommunikatoren. Und wenn man jemand gut reden kann mit dieser Processing Fluency, dann denke ich mir, boah, das, was er sagt, das wird schon Hand und Fuß haben, weil er das so toll rhetorisch vorträgt. Und insofern ist es bei der schwarzen Rhetorik wichtig, man muss diese Einzeltricks kennen und dann weiß man, ach so, das war ein Strohmann-Argument, da falle ich nicht drauf rein. Sehr, sehr spannend. Also mir hast du deinen Online-Kurs schon verkauft, kann ich auf jeden Fall sagen. Ich finde das auch spannend. Ich habe übrigens mal ein interessantes Feedback von einem Teilnehmer bekommen, der auch im Kommunikationsbereich unterwegs ist und auch ganz viel mit NLP-Techniken. Der hat dann irgendwann am zweiten Abend zu mir gesagt, sagt er, Uli, das, was du in deinem Seminar da machst, das ist ja total krass, ne? Ich sage, wieso? Sagt er, ja, du machst den ganzen Tag irgendwie so gefühlt NLP-Techniken, beeinflusst die Leute, dass die am Ende eigentlich nur noch unterschreiben können. Ich sage, willst du mal lachen?
ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, auch gerade so, wo wir über Verkauf gesprochen haben, auch mein Verkauf zum Beispiel, es gibt ja viele Verkaufstrainer, die sagen, setz dich hin, schreib dir ein genaues Skript, was machst du wie, wo hebst du noch die Hand, da musst du noch den Finger heben, da musst du eine andere Farbe am Flipchart und so weiter. Das habe ich zum Beispiel auch nie gemacht in meinem Leben. Ich mache einfach einen Verkauf, so wie er ist, so wie ich bin und ziehe das auch einfach so durch. Ja, perfekt. Und dann bist du etwas, was man in der Dating-Welt den Natural nennt. Also es gibt einige Leute, vielleicht 1% der Bevölkerung, die haben einfach von Natur aus die Skills. Die brauchen keinen einzigen Kurs machen und die können das. Und ich habe dich ja auch live erlebt vor 3-4 Wochen oder so. Da waren wir ja gemeinsam auf einem Seminar und der Vortrag von dir hat mir unglaublich rhetorisch gut gefallen, weil du sehr, sehr nüchtern deine Zahlen präsentierst. Also du bist jetzt kein so großer Rumspringen-Motivator wie Tony Robbins, der die ganze Zeit allen Leuten abklatscht und sagst, du bist ein geiler Typ, sondern du hast wirklich deine Slides, du hast einen sehr unaufgeregten Ton, die ganze Zeit hältst du es durch und man hat nie das Gefühl, du willst was verkaufen und genau deswegen funktioniert das bei dir, glaube ich, so toll. Erstens, weil du dich auf die Zahlen konzentrierst und zweitens, weil du niemals aufgeregt bist, egal ob du jetzt vor 10 Leuten oder vor 100 Leuten sprichst und das ist zum Beispiel dein rhetorischer Plus. Insofern Glückwunsch zum Natural-Status in der Rhetorik. Ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Jetzt wollen wir natürlich in meinem Podcast neben der Rhetorik und der Kommunikation auch ein bisschen über Investment reden. Und mich würde natürlich mal interessieren, gibt es ein Investment, wo du sagst, da habe ich mal so richtig ins Klo gegriffen, ein schlechtes Investment erlebt? Und vielleicht auch noch wichtig, was hast du daraus gelernt? Ja, das wird dich überraschen. Mein großes Investment ins Klo war tatsächlich mein Studium. Witzigerweise ist das ja ein Zeitinvest. Also es ist kein Geldinvest. Ich habe damals, ich war so programmiert auf gute Noten und gut im System zu agieren, dass ich gleich 2 Studien gemacht habe, ein Doppelstudium in Politik und Jura. Habe beides auch zu Ende gemacht. Also ich bin Politologe und auch Volljurist mit beiden Staatsexamen. Aber das hätte nicht sein müssen, weil das, was ich heute mache, hat nichts damit zu tun, was ich studiert habe. Also alles, was ich gelernt habe, habe ich in einem Debattierclub gelernt. Ich war 10 Jahre lang unterwegs auf Rhetorikwettbewerben auf den Philippinen, in Botswana, in den USA und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, klar, viele deiner Gäste sagen wahrscheinlich, okay, ich habe jetzt 50.000 verbrannt mit einer Option oder so. Aber wenn man sagt, ich habe 7 Jahre verbrannt, ich glaube, das ist auch ein ungünstiges Investment. Ja, das ist ein ungünstiges Investment, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, du wirst bestimmt Dinge mitgenommen haben. Jura ist natürlich im ganzen Leben schon auch zumindest mal hilfreich, wenn es dann mal zu Streitigkeiten und Themen kommt. Für mich aber auch ein Punkt, gut 7 Jahre ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit, aber ich habe auch manchmal Teilnehmer, die überlegen zum Beispiel, ob sie mein Seminar besuchen. Dann überlegen die auch und sagen, naja, aber dann muss ich dann 2 Tage investieren und vielleicht auch 3.000 Euro. Ich sage, ja, das stimmt. Ich sage aber ganz ehrlich, selbst wenn du 3 Monate danach feststellst, okay, das ist nicht meine Welt, aber dann weißt du ein Leben lang für dich, okay, Börse und Trading ist nicht meins, will ich nicht machen, ich gebe mein Geld an jemand anders ab. Aber dann hast du eine mega coole Erkenntnis gewonnen. Insofern völlig okay, aber ich bin bei dir, 7 Jahre ist schon sehr krass. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was war denn im Gegenzug, wenn wir die Medaille mal umdrehen, dein bestes Investment und was hast du daraus für dich gelernt? Also das beste Investment war auch wieder ein Zeitinvestment. Ich habe nämlich 10 Jahre dieses Debattieren gemacht. Das ist so eine studentische Sportart. Und da, ich habe nicht aufgehört, daran zu glauben, dass man daraus auch ein Business machen kann. Weil du kannst dir vorstellen, wenn die Eltern so einen Sohn haben, der jetzt beide Staatsexamen hat, die haben alles andere mit ihm vor, als dass er selbstständig wird mit Rhetorik. Und was ich eben gut gemacht habe, ich habe trotzdem auf allen Turnieren diese Rhetorik-Tipps mitgenommen, diese Argumentationstipps mitgenommen durch die ganzen anderen Debattierer, habe daraus mein eigenes Argumentorik-Programm gemacht und das war, glaube ich, das beste Invest, was ich hatte, nämlich die Zeit zu investieren in mein Hobby und auch das Selbstbewusstsein, daraus ein Business zu machen. Aber finanziell gesehen, da bin ich so ein ganz sicherer ETF-Typ bisher, bin aber gespannt, ob du mich überzeugen kannst mit deiner Wealth Academy. Da stehen wir ja in Kontakt. Du hast ja auch dein Buch erwähnt, was auch bestimmt sehr spannend sein kann. Insofern bin ich einfach im Überzeugungsprozess durch Uli mittendrin und bin gespannt, was das Ergebnis sein wird. Das Ergebnis wird auf jeden Fall positiv für mich. Very good.
Nein, ich finde das sehr spannend. Es gibt ja diesen schönen Satz, tue, was du liebst und das Geld kommt von alleine. Ich habe den ja irgendwann mal ergänzt, dass ich sage, tue, was du liebst, stifte einen Nutzen und das Geld kommt von alleine. Und ich finde das bei dir spannend. Das merkt man auch, wenn du jetzt eben mit den Tipps, die du schon über die Rhetorik gegeben hast, wenn du da erzählst, dann merkt man richtig, wie das ja aus dir raussprudelt, in dir pulsiert und man merkt einfach, jetzt ist er in seinem Metier und da gibt er einfach richtig Gas. Sehr, sehr spannend. Ein ganz großes Thema für mich ist mit den Gästen immer die Frage nach dem Wohlstand. Wie definierst du, lieber Vlad, für dich Wohlstand? Also es gibt ja, ich komme ja ursprünglich aus der Sowjetunion und es gibt ein Zitat, was dir sicherlich gefallen wird, von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Und der hat gesagt, Geld ist gedruckte Freiheit. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil letztlich Geld nichts anderes als Freiheit bedeutet. Und ich glaube, Wohlstand heißt, dass ich die Freiheit habe, die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Und wenn ich beispielsweise so ein Bibliotheksmaus wäre und mein großes Ziel im Leben ist, einfach nur in der Stadtbibliothek Bücher zu lesen, dann würde ich theoretisch auch mit einem Hartz-IV-Satz klarkommen, weil ich ja gar keine großen Geldwünsche oder Freiheitswünsche habe. Aber wenn ich beispielsweise den großen Traum habe, nach Dubai zu fliegen, in die USA zu fliegen, ein Geldprogramm vom Uli zu machen, dann brauche ich ein bisschen mehr Geld. Und insofern definiere ich Wohlstand so, dass man seine persönlichen Wünsche durch Geld in seiner eigenen Freiheit ausüben kann. Und natürlich ist für jeden dann dieser finanzielle Wohlstand etwas anderes. Sehr, sehr cool. Ich würde gern trotzdem noch mal in das Thema der Rhetorik und der Kommunikation reinsteigen, weil ich weiß, viele, viele Hörer, natürlich ist das ein Börsen-Podcast, aber letztendlich natürlich geht es auch um Erfolg, auch um Mindset. Und ich habe schon gesagt, gerade auch erfolgreiche Menschen, immer wieder, Bodo Schäfer sagt das auch immer gerne, du musst alles über Verkaufen lernen, weil wenn du verkaufen kannst, dann kommt auch einfach viel Geld in dein Leben. Jetzt weiß ich zum Beispiel ja von vielen Menschen auch, dass die ja Angst haben vorm Reden. So diese typische Geschichte, der runde Geburtstag, ich werde 40, da sind 100 Gäste und jetzt musst du ja was sagen. Und Leute sind, also was man da erlebt, das ist ja Hammer. Mit handgeschriebenen Zetteln vorab und abgelesen und sich einen abgebrochen. Hast du 1, 2, 3 Tipps parat, wo du sagst, Mensch, gerade auch für Leute, die wenig reden, wie kriege ich so diese Angst so ein bisschen reduziert oder kann mich dann in einen besseren State bringen? Hast du 2, 3 Tipps für meine Hörer? Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja zu tun mit dem Thema Lampenfieber oder Redeangst. Das ist auch eine, ich würde sagen, der häufigsten Anfragen, die ich habe. Und spannenderweise, die Leute, die jetzt vor der Hochzeitsrede eine Angst haben, die haben diese Hochzeitsrede noch nicht strukturiert und noch nicht laut gehalten. Und das ist gleichzeitig auch der beste Tipp gegen Lampenfieber. Das heißt, seine Rede nicht nur auf einen Zettel zu schreiben. Ich habe es ganz häufig so, dass jemand zu mir ins Coaching kommt und sagt, Vlad, meine Präsentation ist fertig. Und dann gratuliere ich ihm. Was er aber eigentlich meint, ist, meine Slides sind fertig. Die Präsentation, das Sprechen, das hat der Coaching-Kunde nie gemacht. Und das sagen auch 9 von 10 zu mir. Und wenn ich beispielsweise einen Vortrag halte, und ich habe ja 10 Jahre Debattieren hinter mir, jetzt im Mai werde ich einen TED-Talk halten. Und dieser TED-Talk wird auf Englisch sein. Und wenn ich gefragt habe, wie häufig übst du diese eine Rede? Das ist ja so eine Art Hochzeitsrede, nur auf einem roten Teppich. Und die Antwort darauf ist 20 Mal mindestens. Spreche ich meinen ganzen Talk von der ersten bis zur 18. Minute durch. Und wenn das ein Profi macht, der in seinem Leben nichts anderes macht als Reden halten, dann gilt das natürlich für unseren Sven oder für unsere Svenja, die Hochzeitsrede halten soll, erst recht. Das heißt also, die Rede aufschreiben und dann diese Rede wirklich, ich sag mal, 3-mal, also 20 haben die Leute, kriegen sie Pickelausschlag, aber 3-mal laut komplett vorzusprechen, das bedeutet eigentlich, dass man die Rede fertig macht. Und der zweite Tipp ist überhaupt zu wissen, wie man denn eigentlich seine Rede argumentiert, dass da auch das Gehaltvolle drin ist und nicht irgendein Käse. Und dazu gibt es zur schwarzen Rhetorik das Gegenstück, die sogenannte weiße Rhetorik. Und da lernt man, wie man eine Rede strukturiert, wie man argumentiert und wie man auch richtig zuhört, wenn zum Beispiel der Hochzeits-, ich sag mal Ehemann oder Ehefrau Wünsche hat für die Hochzeitsrede, wie ich dann so richtig zuhöre, dass ich dann diese ganzen Wünsche auch in meine Rede einbauen kann. Und dazu ist vor einigen Tagen mein Buch erschienen, Weiße Rhetorik. Es kostet ganze 10 € bei Amazon. Es ist mittlerweile auch sofort ein Nummer 1 Bestseller. Und natürlich ist das auch ein guter Weg, genau zu wissen, was inhaltlich ich sage,
wie das argumentiert wird. Und wenn ich weiß, das ist inhaltlich gut, dann bin ich auch vom Mindset her nicht mehr so nervös. Also letztlich sind das diese zwei Tipps. Dreimal laut aufsprechen und vorher sich genau die Argumente überlegen, was man der Hochzeitsgesellschaft oder was man vielleicht auch den Schülern, den Lehrern oder wo man immer spricht, was man denen genau zu sagen hat. Sehr cool. Also kann ich auch hundertprozentig bestätigen aus meiner Reise im September 14 mein erstes Seminar gehalten und da bin ich auch, ich habe es vorher natürlich, du hast es gerade so richtig schön gesagt, ich habe tatsächlich nie drüber nachgedacht, cooles Learning für mich, ich rede auch mal von Präsentationen, aber es stimmt, es sind eigentlich nur die Folien, weil die Präsentation ist das, wie du es dann machst und wenn du zwei Menschen das hinlegen würdest, die gleichen Slides, dann wäre das aber wahrscheinlich komplett 180% verschieden, was der aus diesen Folien tatsächlich machen würde. Und ich kann das bei mir bestätigen, bei dem Geldverdienen mit System, was ich natürlich mittlerweile, glaube ich, ich weiß gar nicht ganz genau, aber so um die 80 Male gehalten habe. Manchmal fragen mich Teilnehmer, wie viel bereitest du dich denn noch vor? Ich sage, du, Notebook anmachen, aufklappen, loslegen. Ich habe das so oft gehört, das ist einfach komplett drin. Ja, ganz genau. Und deswegen bist du auch für mich ein Pro. Ich habe das Gefühl wirklich, du kannst es im Schlaf. Und das ist ja auch das Schöne, ein Profi kann das auch im Schlaf. Ich könnte dich wahrscheinlich um 3 Uhr nachts wecken, sagen, welche 10 Aktien sind deine Lieblingsaktien und dann gehst du sie einfach durch. Ja, so ist es auch. Eine Frage noch zum Thema Finanzen. Du würdest dein gesamtes Vermögen verlieren. Was wären die ersten 3 Schritte, die du tun würdest, um wieder Vermögen aufzubauen? Also ich glaube, der Punkt Nummer 1 ist, ich würde mein Wissen verkaufen, weil das hat ja immer noch einen Wert. Und dieses Wissen würde ich verkaufen auf 2 Arten. Einmal in Form von Seminaren und Trainings, wo ich einfach Firmen anrufe, meine alten Kunden oder sage ich mal meine neuen Kunden, egal wen, und sage, hey, ich gebe euch die besten Tipps zur schwarzen, weißen Rhetorik. Da macht ihr alle eure Kunden klar. Und der zweite Punkt, ich würde auch mir Geld für eine Kamera ausleihen oder für ein Smartphone und würde auch Online-Kurse drehen, weil ein Ding, was ich großer Fan von bin, ist auch Wissen zu digitalisieren und es dann etwas günstiger anzubieten als live. Das machst du ja sicherlich auch. Und deswegen ist das auch ein toller Weg. Und ich meine, so ein Smartphone muss nicht das Beste sein, sind halt 1.000 Euro. Da kriegt man das ja irgendwie hin. Und dann würde ich eben mit diesen beiden Strategien, ich würde damit quasi alte Neukunden anrufen, sagen, weiße Rhetorik, schwarze Rhetorik sind die besten Methoden. Und ich würde mit dem Smartphone von einer weißen Wand zu Hause einfach ein paar Videos aufnehmen und sie für 79 Euro verkaufen. Und dann bin ich auch relativ sicher, dass dann mit der Zeit dann wieder einiges Einkommen und Vermögen aufgebaut wäre. Sehr cool. Du würdest nämlich genau das tun, was du liebst. Das passt so schön. Genau. Ich würde eigentlich das Gleiche machen, nur halt von null starten und nicht da, wo ich bin. Sehr, sehr cool. Lieber Vlad, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Podcastes. Wenn meine Hörer jetzt von dir begeistert sind, und das werden sie bestimmt sein, wie können sie mit dir in Kontakt treten? Wie können sie mehr über dich erfahren? Gib uns mal einen kleinen Hinweis, wie wir dich erreichen. Ja, also zum einen was Kostenloses. Mein Podcast Menschen überzeugen findet man bei Spotify oder wo du auch diesen Podcast hörst. Der ist Top 10 Karriere-Podcast. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Einfach mal reinhören. Da gibt es viele Solo- und Interviewfolgen, unter anderem mit Uli, wo er erklärt, warum er einer der besten Investoren ist. Also war er echt klasse Interview mit dir. Hat sehr Spaß gemacht. Das zweite sind natürlich die Bücher. Das ist so der Weg, der 10 Euro kostet. Zum Beispiel das Thema weiße Rhetorik ist ein Bestseller jetzt auf Amazon oder auch das Thema schwarze oder dunkle Rhetorik. Einfach mal bei Amazon meinen Namen eingeben, dann kommen ja die Bücher, die sind 10 Euro. Und wer es ein bisschen besser und mehr wissen will, der kann auf die Webseite argumentorik.com gehen. Das ist meine Website. Dort sind die Vorträge, die Seminare und die Online-Kurse. Das ist dann, wenn man über 10 Euro investieren möchte. Aber ich würde erstmal mit Podcasts und Büchern anfangen und wenn es dann gut ist, dann kann man ja die Website besuchen. Sehr, sehr cool. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr spannend. Auch ich, der, glaube ich, rhetorisch schon ganz pfiffig ist, hat ein paar coole Tipps mitgenommen. Und ja, ich sage dir vielen, vielen Dank. Und an dich, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du Fragen, Themen und Dinge hast, darfst du das gerne kommentieren und den Podcast in die Welt weitertragen. Ich sage dir vielen Dank für deine Zeit. Jetzt gilt es natürlich auch, das Gelernte umzusetzen für dich als Hörer. Lieber Vlad, an dich auch nochmal vielen, vielen Dank. Und bleibt alle gesund. Bis ganz bald und ciao.